Herzlich willkommen zum Short Review Podcast und als Gast begrüße ich Synchronsprecher, Schauspieler und Synchronregisseur Martin Sabel. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. So, um zu erklären, wo man dich sozusagen gehört hat, erzähle ich am besten ein paar Beispiele, wo ich dich gehört habe. Das ist das vielleicht das Beste und ich werde jetzt mal eine kleine Liste vorlesen. Ich habe dich gehört in der TV-Serie Agatha Christie, mörderische Spiele, in der Anime-Serie Fairy Tale, natürlich in meinem Kurzfilm Damit zu leben als englische Aufstimme, in der Hörspielserie Dragonbound und dann gibt es einige Games, wo ich dich wunderbar gehört habe, in The Night of the Rabbit von Daedalic und einigen weiteren Daedalic Games, in Black Mirror als David Gordon von THQ Nordic, The Evil Within als Fotograf Stefano Valentini von Bethesda und auch in den Wolfenstein Games, den neuen. Und sehr überraschend war in Final Fantasy VII Remake als Reno und natürlich jetzt in Resident Evil Village als hammerschwingender Graf Heisenberg. Habe ich dich gut zitiert da? Soweit ich das jetzt gerade nachvollziehen konnte, ja. Doch, sind also alte Erinnerungen wieder hochgekommen auf dieser Auflist. Ja, das ist es immer so. Aber das ist so, wenn die Überraschung immer ist, wenn man einen so hört und erkennt, das finde ich immer ganz lustig. So, und ich weiß ja, dass Final Fantasy und Resident Evil jetzt deine Lieblingsgames auch als Gamer sind. Du bist Gamer und jetzt bist du Teil davon. Was für ein Gefühl ist das? Ja, ein sehr schönes Gefühl natürlich. Also wie du selber gesagt hast, zum einen ist es mein Beruf, den ich liebend gerne ausübe und zum anderen bin ich Gamer, das heißt, ich spiele auch gerne Spiele. Resi hätte ich mir so oder so gekauft und durchgesuchtet und habe es getan. Musste jetzt eben damit leben, dass ich dann an einer Stelle mir selber übelst aufs Maul haue. In virtueller Hinsicht, entschuldige diese Formulierung bitte. Aber du könntest dich selbst hören, das ist ja auch eine Sache, das nicht jeder kann. Ja, man gewöhnt sich ja dran. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und es ist ein nicht vermeidbarer Teil meines Jobes. Also wenn ich einfach Medien wie Filme oder Spiele konsumiere, privat, für die ich zufällig eben vorher auch gearbeitet habe, dann lässt sich das ja nicht vermeiden. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, ja. Das freut mich. Allgemein mal zur Synchronisation von Resident Evil Village. Wie kann man sie sich vorstellen? Als deutsche Synchronisation, man wird ja nicht nach Japan, denke ich, eingeladen oder Amerika, sondern man nimmt das ja hier auf. Hast du Material gezeigt bekommen oder nur Text erhalten, O-Töne gehört? Du meinst jetzt ganz allgemein, wie es allgemein ist dann, bei Game Locas oder jetzt speziell im Fall von Resident? Bei Village. Wie war es jetzt bei Village? Okay, gut. Ist der Auftraggeber, in dem Fall Capcom, die buchen oder engagieren für die Lokalisierung für unterschiedliche Sprachen Studios in den jeweiligen Ländern. In diesem Fall war es jetzt ein großes Game-Lokalisierungsstudio in Hamburg, mit denen sie wohl auch häufiger zusammenarbeiten. Und dieses Studio schlägt dann wiederum dem Auftraggeber deutsche Sprecher vor für die einzelnen Rollen. Für die größeren Rollen gibt es dann auch Castingrunden. Das heißt, die machen mehrere Vorschläge, machen mit diesen Sprechern dann auch ein Casting. Das Casting sieht so aus, dass man als Sprecher ins Studio eingeladen wird und ein paar wenige Lines dieser Rolle einfach mal probeweise einspricht. Diese ganzen Castingaufnahmen werden dann wiederum dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt und er sucht sich dann die Sprecher aus, die er dann gerne auch besetzen möchte. Und die werden dann wiederum eingeladen und dann geht's ans Eingemachte, dann wird alles. Wie die Aufnahmen selber ablaufen, du hast noch gefragt, ob man jetzt Material bekommt und so weiter. Ja, oder während der Aufnahmen, ob du was gesehen hast, man hat ja Zwischensequenzen. Teilweise. Also es geht ja jetzt speziell für diese Rolle in Resident Evil, die taucht ja auch in Cutscenes auf. Und die Lokalisierung, wie es häufig der Fall ist, so war es auch hier, läuft schon parallel zur eigentlichen Entwicklung des Spieles. Das heißt, man sieht dann Cutscenes, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es am Ende aussehen könnte. Aber die Cutscenes sind noch nicht fertig. Das ist noch Work in Progress. Das heißt, man sieht schon die Animationen, aber es fehlen zum Beispiel noch die Texturen. Manche sind schon ein bisschen fertiger, manche sind noch sehr rudimentär. Manchmal sieht man bereits Lippenbewegungen, manchmal sind die noch nicht implementiert. Aber das, was schon da ist, das, was zur Verfügung gestellt werden kann, damit die Sprecher eine möglichst gute Vorstellung davon haben, wie es später aussehen wird und wie es wirkt. Das wird dann zur Verfügung gestellt. Also das gilt für Cutscenes bei reinen Ingame-Dialogen. Da gibt es dann normalerweise nur das Audio des O-Tons. Also die O-Töne, die amerikanischen O-Töne, sind dann meistens schon eingesprochen und die stehen zur Verfügung. Das heißt, die werden vorgespielt vor jedem Take und man hängt sich dann praktisch direkt hinten dran mit der eigenen Aufnahme, sodass man die Möglichkeit hat, die Stimmung, die im O-Ton vermittelt wird, dann möglichst auch in der deutsch lokalisierten Fassung zu transportieren. Und dann hat man wahrscheinlich ein gewisses Timing, weil es darf nur genauso lang sein, denke ich mal, wie der O-Ton. Mal ja, mal nein.
Also wenn es Aha. eine Line ist, die in einen Dialog eingebunden ist und der Dialog ist Teil einer Cutscene, dann muss man natürlich exakt so breit sein wie der O-Ton. Wenn die Lippen sichtbar im Bild sind, dann möglichst sogar Soundsync oder Lip-Sync, je nachdem. Wenn es jetzt irgendeine Line ist, die im Kampf irgendwann mal rausgeschossen wird, dann ist es eventuell nicht so relevant, dass man genauso breit ist wie im O-Ton. Also wenn es einfach nur irgendein Kampfschrei ist oder eine Threadline im Kampf, wenn die dann eine Sekunde länger ist, das hat keinen weiteren Einfluss auf das Spielerlebnis. Also man bekommt ein Skript vor Augen während der Aufnahme und gibt dann immer irgendeine Bemerkung meistens, irgendein Kürzel neben dem deutschen Text. Also man sieht meistens immer den deutschen Text, den englischen Originaltext, eventuell noch irgendwelche Adjektive, die den Duktus näher beschreiben, sowas wie wütend oder traurig oder verzweifelt oder neutral, dass man eine Vorstellung hat, in welche Richtung man schauspielerisch gehen sollte. Und dann noch irgendwie so eine Bemerkung wie Time Constraint, also TC, was heißt, man muss exakt so lang sein, darf nicht breiter oder knapper sein. Oder TC10, das heißt dann, man hat eine Toleranz von 10%. Ist okay, wenn man ein bisschen breiter oder ein bisschen knapper ist, aber so im Rahmen von 10%. Oder Wild, beziehungsweise VO, das heißt Voice-Over. Man kann so breit oder so knapp sein, wie man will in der deutschen Loka. Das ist, wenn es ins Spiel implementiert wird, nicht relevant. So ändert nichts am Spielerlebnis. Also ich meine, das ist ja auch wesentlich besser geworden, die Technik, die das ja auch wirklich lebendiger dann umsetzen kann, indem man, also die Programmierer haben schon dafür gesorgt, dass solche einzelnen Lines dann auch funktionieren. Das ist Wahnsinn. Mit dem Ja, sicher. Ganzen. Ja. Sicher. Du meinst es in Bezug darauf, dass die Lippen sich aufgrund der Wave-Files bewegen oder? Ja, das ist ja leider nicht bei jedem Spiel der Fall. Das ist ja Richtig, das kommt auf die Engine an, genau. genau. Und in dem Fall bei Resident Evil Village ist es ja, glaube ich, nicht der Fall, weil man merkt schon die Asynchronität leider. Das ist Ah, ja okay. das, glaube ich, auch, was manchmal so ein bisschen den Widerspruch gibt, weil die Leute das nicht so die Synchronisation der Deutschen verstehen, weil sie können das nicht anders synchronisieren. Auch ich denke, die Franzosen geht ja auch nicht, weil diese Lippen so eine Synchronität ja nicht gegeben ist. Wie gesagt, mal ja, mal nein. Es gibt Game Engines. Wie es bei Resi ist, weiß ich jetzt nicht. Also die Cutscenes, die sind natürlich voranimiert. Und meines Wissens ist es meistens so bei Cutscenes, dass die Lippenbewegungen da dann feststehen. Das heißt, da muss man dann wirklich, so gut es irgend geht mit dem Material, das zur Verfügung steht, da wirklich wie beim Synchron arbeiten. Wie es in-game ist, weiß ich gar nicht, wie es bei Resi war. Ist auch Ja? schwer manchmal zu sehen. Das muss ich Okay. zugeben. Also ich habe es ja selber gespielt, mir ist da jetzt keine größere Asynchronität aufgefallen, aber vielleicht hat das Spiel mich auch einfach so gepackt, dass es mir nicht aufgefallen Also ist. packen Du tut das meinst, auch. dir sind asynchrone Stellen aufgefallen bei Ja, Resi? bei mir am Anfang so ganz klein wenig, wenn sie so reden. Das war mir bei auf der, ich hab's auf der PlayStation 5, wo ich spiele. Okay. Naja. Aber nochmal eine Frage. Heisenberg, wie konntest du dich auf die Figur vorbereiten, nachdem du erfahren hast, du sollst ihn sprechen? Hast du da irgendwie eine kleine Bio bekommen oder musstest du Nein, wirklich. das ist aber auch nicht üblich. Also üblicherweise ist es so, dass man sowohl bei Games als auch beim Synchron eigentlich im Normalfall kein Material zur Verfügung gestellt bekommt, um sich vorzubereiten oder so. Habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt. Also man kommt ins Studio. Also ich wusste, um welches Spiel es ging und ich wusste auch den Namen der Rolle. Sonst hatte ich aber keine weiteren Infos, außer die paar Lines, die ich im Casting schon gesprochen hatte. Also normalerweise passiert das alles stantepede. Der Regisseur, der hat natürlich Background-Infos. Er macht meistens dann vorher, bevor die Aufnahmen starten, ein kleines Briefing. Wenn man jetzt schon ein paar Jahre in dem Job ist, dann weiß man auch ungefähr, worauf man achten muss. Also es reichen dann meistens ein paar Stichworte, dass man eine ungefähre Vorstellung hat, wohin die Reise geht während der Arbeit. Und dann macht man die ersten Takes. Der Regisseur oder die Regisseurin hat dann ja eine genauere Vorstellung. Die sind natürlich vorbereitet auf das Thema. Ich mache ja selber auch Regie. Also wenn ich jetzt Regie führe für ein Game, dann habe ich meistens natürlich vorher schon Material und auch eine ungefähre Vorstellung, wie es am Ende klingen muss. Und dann arbeitet man sich mit dem Sprecher dann in die richtige Richtung, bis es nachher passt. Ich denke mal, Und dadurch, dass ja auch Teil 7 schon draußen war, hat man ja schon ungefähr gewusst, in welche Richtung es geht. ja, also man wusste schon, dass es Richtung Horror geht. Obwohl dieser Teil, wie gesagt, der ähnelt ja eher Resi 4 als den drei Teilen vorher. Es ist ja ein bisschen mehr Actionlastigkeit drin verbuchbar gewesen als Horror. War so meine persönliche Einschätzung. Ja, muss ich auch sagen. Das Thema Gruseln in Resident Evil habe ich nochmal zurückgeschoben. Da kommen wir nochmal drauf zurück im Sprech, gleich Ja, zum alles Sprechen. klar. Genau, also aber um deine Frage zu beantworten, Vorbereitung, also es gibt keine Vorbereitung vor der eigentlichen Aufnahme. Wenn man aber schon ein paar Jahre zusammengearbeitet hat, also wenn sowohl Regie als auch Sprecher,
da eine gewisse Erfahrung mitbringen, geht das eigentlich relativ schnell während der Zusammenarbeit. Dass man am Anfang so ein bisschen rumdoktert, bis man die Rolle gefunden hat und dann einfach in der Richtung weiterarbeitet. Und der O-Ton gibt eigentlich auch schon sehr viele Impressionen, in welche Richtung man die Rolle sprechen muss. Also man hängt sich da an den O-Ton und meistens passt es dann. Worauf man aufpassen muss, ist, dass die Betonung inhaltlich, dass die Betonung sitzen. Also dass sie einfach, wenn du einen Dialog hast und du hast in den seltensten Fällen deinen Dialogpartner dann auch auf den Ohren. Also du hast nur deine eigenen Lines. Die Regie hat manchmal dann den Dialog in schriftlicher Form vor Augen. Das heißt, kann dir dann sagen, auf was du reagierst. Also wenn du jetzt deine Line hast oder deinen Take und dieser Take besteht zum Beispiel darin, dass du auf etwas antwortest, was vorher eine andere Figur in dem Spiel gesagt hat, das hörst du nicht. Mhm. Aber die Info steht manchmal im Skript. Also manchmal steht im Skript, du antwortest auf das und das, damit man auch weiß, wie man es betonen muss, damit es nachher passt inhaltlich. Oder der Regisseur sagt es dir. Oder man holt es aus dem Motor. Damit es möglichst nicht passiert, dass man nachher Betonungen hat, die einfach nicht passen, sodass die Dialoge nicht funktionieren. Verstehst, was ich meine? Ne? Ich verstehe dich völlig, aber ich will vielleicht nochmal anmerken, dass da ja auch deine Erfahrung mitspielt, weil das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, weil die jetzt zuhören, die nicht wissen, dich nicht so kennen, dass du ja auch gelernter Schauspieler bist. Das heißt, dadurch hast du ja auch viel gelernt und du bist ja nicht so einfach reingerutscht in diese Branche so komplett, würde ich mal sagen. Ja, ist richtig. So, wobei es natürlich beim Schauspiel eben meist so ist, da arbeitet man ja, also wenn man auf der Bühne steht, führt man ja einen Dialog. Das heißt, man hat einen Ansprechpartner, einen Kollegen vor sich auf der Bühne stehen, mit dem man dann einen Dialog spielt, mit dem man zusammen redet. Das heißt, man reagiert auf etwas, was man gerade in Natura gehört hat. Dasselbe ist auch, wenn man vor der Kamera steht und dort spielt. Auch wenn ich das jetzt in meinem Leben nicht oft gemacht habe. Beim Game ist eben, also oder bei reinen Sprachaufnahmen, beim Hörspiel meistens genauso, beim Synchron auch, da hört man in den seltensten Fällen den Satz, auf den man reagiert. Also das muss man dann schauspielerisch wirklich erschaffen, dass man es sich vorstellt, mein Gegenüber hat gerade diesen und jenen Text zu mir gesagt und mit meinem Text konter ich jetzt darauf. Also das ist der Unterschied zum Bühnenschauspiel. Ja, vor allen Dingen ist man da auch wesentlich direkter am Skript dadurch. Gegenüber vor allem Schauspiel auf einer Bühne, wo man direkt mit jemandem ist, ist ja eine gewisse Flexibilität auch möglich, wenn der was abwandelt leicht aus Versehen mal. Jein, sag ich mal. Jein, das kommt ja sehr darauf an, mit wem du arbeitest. Also es gibt Regisseure, die sagen, ja, wenn du den Text so ein bisschen mundfeiner machst, mach ruhig. Also wenn du ein Wort umstellst, weil es dann einfach besser klingt, mach ruhig. Es gibt Regisseure, die sagen, nee, das steht so nicht im Text. So, bitte halte dich an den Text. Wenn man jetzt Klassiker spielt, ja, da sind wir drauf geachtet. Jetzt irgendwelche der Bildungsoberschicht angehörigen Menschen mit dem Reklambuch in den Sitz rein und lesen mit. Den fällt auf, wenn du dich nicht an den Text hältst. Das ist nicht immer so, also dass man jetzt so frei nach Schnauze einfach quatschen darf. Manchmal darf man das, manchmal wird es zugelassen, manchmal aber auch nicht. Dasselbe gilt auch für Sprachaufnahmen, also bei Hörspielen zum Beispiel. Da ist es auch manchmal so, dass Produzenten oder Regisseure, je nachdem auch, ob sie selber den Text geschrieben haben oder externer Text ist, den sie produzieren oder inszenieren, dass sie sagen, nee, bitte halte dich lieber an den Text, sonst steigt mir der Auftraggeber nachher aufs Dach. Oder nein, mach's dir mundgerecht. Also wenn es dir so besser über die Lippen geht oder du meinst, lässt sich der Text besser transportieren, stell gerne ein paar Worte um. Also das ist auch, das passiert häufiger. Also ich habe ja auch für Hörspiele Regie geführt, dass der Sprecher oder der Schauspieler auch mal sagt, kann ich das nicht so sagen? Ich glaube, dann transportiert sich der Inhalt besser. Ich finde, manchmal ist es sehr überzeugend, wenn sie das sagen. Kann ich gerne sagen, wenn ich jetzt nicht produziere für jemanden, der Wert drauf legt, dass der Text 1:1 so übernommen wird, dass ich dann auch sage, nee, verstehe ich, hast völlig recht, stell es gerne um, kein Problem. Ich finde, oder beim Game ist es auch manchmal so, das kommt auch sehr häufig vor, wenn ich da Regie führe, dass wir eine Alt aufnehmen. Also, dass wir eine Version von einem Take aufnehmen mit dem Sprecher, so wie er da steht, also wie er von den Übersetzern uns angeliefert wurde, dass wir den einfach haben und dann noch eine Alt aufnehmen, Alternativ, die wir für besser halten. Kommt beim Synchron auch vor. Also, wenn ich auch Regie für eine Synchronserie, also für eine Serie führe und wir eigentlich die Anweisung haben vom Auftraggeber, der Text ist so von uns abgenommen, bitte nehmt ihn so auf, dass wir dann bei manchen Takes sagen, okay, wir nehmen das für euch so auf, wir haben aber einen Vorschlag, den wir persönlich besser finden und den bieten wir auch mit an. Und der Kunde kriegt beide Takes oder es landet erstmal beim Studio und der Cutter entscheidet dann auch, okay, wir bieten erstmal das an, was die Regie vorschlägt.
wenn ihr es gerne dann so haben möchtet, wie ihr es ursprünglich von euren Übersetzern bei uns angeliefert habt, haben wir auch, dann liefern wir das nach, aber hört euch mal diesen Vorschlag an. Und dann kommt es mitunter auch vor, dass der Auftraggeber sagt, ja, finden wir wirklich gut. Guter Vorschlag, danke dafür, nehmen wir so, wie ihr es gemacht habt. Kommt vor. Ist nur wichtig, dass man dann, ja, dass man im Sinne des künstlerischen Geistes der Produktion arbeitet, sag ich mal. Und wie gesagt, manchmal überzeugt man dann Auftraggeber, manchmal sagen die Auftraggeber, nee, danke für den Vorschlag, wir wissen, was ihr meint, aber gebt mal bitte doch den Take her mit dem Text, den wir uns ausgedacht haben. Und am Ende sind dann alle glücklich. Ich finde, manchmal kommen ja auch, also ist das meine Erfahrung gewesen, als ich habe ja auch ein bisschen mit Hörspiel oder geschrieben ein bisschen. Und erst bei den Tonaufnahmen ist ein Fehler aufgefallen, der mir beim Schreiben und Co. nicht gewesen ist. Wie, ja, ich habe einen Raum beschrieben und habe gesagt, es brannte ein Kamin. Und dann sagte die Sprecherin, Moment mal, ein Kamin kann nicht brennen. Es sei denn, er ist aus Pappmasche gebaut. So ungefähr. Also, aber man sagt das so, weil man eine Raumbeschreibung hat. Man musste natürlich, es brannte etwas im Kamin. Oder ja, in dem Sinne, Kamin brannte ein Feuer. Nee, ich weiß, sowas meine ich. Es kommt manchmal vor. Also Skripte ein paar Mal redigiert wurden. Ja, es passiert auch manchmal, dass Skripte umgeschrieben werden und dabei neue Fehler entstehen, die man übersieht. Also es wird dann nachher irgendwie ein paar Sätze werden umgestellt. Und dann während der Aufnahme bemerkt man dann nach der Umstellung, ist ein neuer Fehler dadurch entstanden, dass zum Beispiel irgendeine Figur stellt sich nicht mehr vor, weil ein Satz gestrichen wurde aus anderen Gründen. Ja. Und dann plötzlich stellt man fest, woher weiß der jetzt eigentlich, wie die Figur heißt? Hatten wir gerade erst neulich. Und dass das während der Aufnahmen dann plötzlich zutage tritt und man dann kurz improvisatorisch einen Workaround findet, also irgendeinen anderen Take umstellt, um diesen Fehler wieder zu negieren. Also das passiert mitunter. Aber das ist doch eine schöne abenteuerliche Sache und so bleibt doch die Arbeit lebendig auf eine Art, ne? Dieser kreative Bereich. Natürlich, klar. Ja, Lebendigkeit ist überhaupt das Wichtigste bei dieser Arbeit. Ja, genau. Also dass wir keine toten Dialoge abliefern, sondern dass es lebt. Genau. Und in sich irgendwie schlüssig, stimmig und wahrhaftig bleibt. Genau. Also, kannst du dich. Entschuldige? Ja, ich wollte einfach anfangen, meine Frage so allgemein zu stellen. Kannst du dich an dein erstes Resident Evil Game noch erinnern? Wenn ich jetzt nochmal kurz meins sage, ich bin damals gerade nach der Ausbildung gewesen, als die PlayStation rauskam und somit habe ich die Phase gar nicht so komplett mitgemacht. Bei mir war das wirklich das Resident Evil 1 auf dem DS, das Deadly Silence. Mein Bruder hatte sich gekauft und ich habe mich dann auf Sofa gesetzt, ach, ich spiele mal an, mich hat es ja schon immer interessiert. 6 Stunden später habe ich es durchgespielt. Das ist ein bisschen die Nacht rein. Sechs oder acht, so in dem Dreh. Welches Ranking? D oder so als erstes. Aber ich habe es später geschafft, mit den Raketenwerfer frei zu spielen. Ja. Na? Chapeau. Nee, bei mir war es auch eins. Der Blazer 1 damals. Ja, ich habe da lange dran gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich weiß auch mein Ranking leider nicht mehr, aber habe das damals mit einem Kumpel zusammen ziemlich, ziemlich lange haben wir das durchgesuchtet. Das war ja auch noch was ziemlich Neues damals. Also Spiele in der Art gab es ja noch nicht viele. Alone in the Dark natürlich, wenn dir das was sagt. Ja, auf jeden Fall. Obwohl das wesentlich komplexer aufgebaut war, weil die Steuerung ja durch die Maussteuerung, es war langsamer, aber es war halt eine dichte Atmosphäre damals. Also, du meinst jetzt Alone in the Dark? Alone in the Dark, ja. Ja. Maussteuerung hatte es gar nicht, oder? Ich glaube, das hat man, glaube ich, nur mit Tastatur gespielt. Ja, ich hab's gerade vor kurzem mal wieder rausgekramt, mal wieder angefangen, aber es ist mir ehrlich gesagt zu unfair. Also damals waren Spiele ja noch unfair. Also, dass ich sag mal, dass Spiele dann am meisten Spaß machen, wenn sie fordernd, aber fair sind. Das hat ja viele Jahre gedauert, bis sich das als Benchmark etabliert hat. Also damals, zur Zeit, als Alone in the Dark rauskam, da, ich sag mal, da gab's ja noch Sackgassen, aus denen du nicht mehr rauskommst. Also, dass du in dem Spiel, also erstmal sehr unfaire Stellen. Das war atmosphärisch top, auch geile Story, aber unfaire Stellen, dass Gegner hinter Ecken lauern, die du nicht sehen kannst. Das heißt, die erwischen dich automatisch und es gibt auch kaum Möglichkeiten, das zu verhindern. Und auch, dass du im Laufe des Spiels plötzlich in Situationen steckst, die es unmöglich machen, das Spiel jemals erfolgreich abschließen zu können. Aber das Spiel sagt es dir nicht und du spielst munter tagelang weiter. Obwohl eigentlich es bereits um dich geschehen ist, du weißt es nur noch nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel Bereiche betritt, man braucht da später mal ein Feuerzeug. Und wenn du das Feuerzeug nicht dabei hast und diesen Bereich betrittst,
den Bereich auch nicht mehr verlassen kannst, dann kannst du halt spielen, so viel du willst, du wirst dann nie wieder rauskommen und auch nie weiterkommen. Ja. Sowas als Beispiel. Es waren ja Sackgassen noch üblich in solchen Games teilweise, Ja. wirklich. Und man kann sich auch Sachen vergessen und somit nicht weiterkommen. Also das war halt eine andere Zeit. Aber ich Ja. muss zugeben, dass auf dem DS das Game hat, also das Resident Evil Game, ein paar leichte Überarbeitungen, die es erleichtern. Die haben dein Messer ist automatisch im Inventar über die Schultertasten. Somit kannst du jederzeit gegen die Zombies mit dem Messer kämpfen. Muss es, so Obwohl wie bei das wenig Resident Evil 4. brachte, wenn ich mich richtig erinnere. Es ging Sorry, ich wollte dich nicht eigentlich. unterbrechen. Nee, es funktioniert aber. Und du Ja, hast Auto-Aim okay. natürlich auch gleich gehabt. Das Das hat. Auto-Aim war somit das Wichtigste. Also die Genau. wichtigste Neuerung im Vergleich zu Alone in the Dark 1. Also, weil die Genau. erste Resident Evil Version hat ja auch noch kein Auto-Aim. Das kam ja erst mit der zweiten Version, diesem Director's Cut Echt? Warte damals. mal, dann habe ich damals den Director's Cut. Ich weiß noch, dass ich mich sehr über den Auto-Aim gefreut habe. Das weiß ich noch. Der war auch dringend notwendig. Aber wenn man jetzt sich jetzt überlegt, Teil 1. Dann kommt Teil 2, das war ja auch schon der Hammer, das, was jetzt ja auch remaked wurde, auch als Ja. Remake großartig, muss ich Ja, sagen. ja. Die Atmosphäre, die haben das so liebevoll, ich war so geflasht, das Ganze, und es wird ja immer realistischer. Und jetzt Village, wo man echt sagt, wow, die Landschaft, die Ja. ist ja so hübsch gemacht, auch das Schloss von der Dimitrescu, das sieht ja wahnsinnig Ja, toll aus, das Schloss. vor allem das Spiel hat Spaß gemacht. Also, das muss ich einfach sagen. Also, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß einfach gehabt beim Game. Also einfach durch die Game-Mechanik, die Steuerung, die war 1A. Die Story war sehr abgefahren, Ja, aber das stimmt. es hat einfach Spaß gemacht. Ja, es macht mir auch Spaß und ich sage, hier gebe ich jetzt auch zu, ich bin noch nicht durch, ich bin erst beim zweiten Bossgegner, bei der zweiten Gräfin. So, und dich Puppenspielerin als meintest du, die ne? Puppenspieler, ja genau, das Ja, ist ist ja ja. auch ein sehr besonderes Level, in dem du dann gerade steckst. Ja, das ist jetzt ja so ein Rätsellevel mehr. Das ist mich so ein bisschen so ein Saw-Feeling halt, ne? So ein bisschen. Also man merkt schon, welche Einflüsse auch in diesen Games immer mehr Zuwachs nehmen. Also ich fand auch schon bei Resident Evil 2 Remake, dass auch so Serien wie Walking Dead und so Einfluss gelegt haben, wie die visuelle Umsetzung da ist und so. Das ist ja auch schon Wahnsinn Obwohl ich in mich dem Sinn. frage, ob The Walking Dead nicht eher inspiriert wurde durch Resident Evil. Ich glaube, Aber beides irgendwo. Ich beides glaube, hat sich wohl gegenseitig so ein ursprünglich bisschen beeinflusst, ja. und Fernsehen ist natürlich die Visualität, die natürlich dann gewisse Szenen und Schockmomente erzeugt, die man ja auch ja ähnlich hat. Ich denke da an diese eine Szene, wo Leon versucht, den Wachmann zu retten und unterm Tor durchzieht und dann nur die Hälfte mitnimmt. Ah ja, ich Das erinnere war ja mich. relativ früh am Anfang. Das ist so eine typische Walking Dead-Szene, meine ich, so ein bisschen. Ja, Was war aber genauso wie auch. es gleichzeitig auch eine typische Resident Evil-Szene oder sagen wir überhaupt eine typische Zombie-Genre-Szene ist. Das war Eigentlich wirklich. ziemlich ekelhaft, muss Das ich mal stimmt. sagen. Eigentlich machen wir viel zu Eig ekelhaft. eigentlich schlimm, eigentlich. Ja. Aber wo wir bei dieser ekelhaften Sachen sind, gegruselt. Also Jumpscares mal weggenommen. Die gibt es immer. Da hast du selbst bei den einfachsten Games, da wird mit Ton, mit irgendwelchen Bildern gearbeitet, dass man sich erschreckt. Aber ich muss sagen, ich habe mich eigentlich bei den klassischen Games nicht wirklich gegruselt. Klar, wenn man sie zum ersten Mal erlebt, hast du eine gewisse Aufregung, eine gewisse Spannung dabei. Ja. Gegruselt habe ich mich am meisten, als ich die Resident Evil Demo gespielt habe, Beginning Hour. Da passiert ja gar Das nichts. Ein war das Demo zu Resi 7, richtig? genau, Ja. genau. Du hast ja nur diese Atmosphäre. Die war aber so drückend, wenn du da durch dieses erste Haus gelaufen bist. Da ist ja kaum ein Ge ist ja gar kein Gegner gekommen. Und du hörtest nur Schritte. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Wie kann ich zu? Ja, was ich gruselig fand, und das war im Main Game dann später nicht mehr drin. Und das war, es ist ein bisschen kompliziert, das zu rekapitulieren. Man hat ja die Videoaufzeichnung von diesem Kamerateam gefunden, das in das Haus gegangen ist. Und auf dieser Videoaufzeichnung konnte man, also man konnte ja, für die, die das jetzt nicht kennen, die Zuhörer, man konnte die Videoaufzeichnung selber steuern. Also man konnte sich als der Charakter, den man spielt, diese Videoaufzeichnung ansehen, Found Footage, also eine VHS-Kassette angucken, die man in dem Haus fand. Von einem Kamerateam, das in der Vergangenheit dieses Haus mal betreten hatte, konnte aber in-game, game-mechanisch umgesetzt, während man dieses Video angeschaut hat, die Figur steuern, die bereits in der Vergangenheit in dem Haus war. Also praktisch ein Vergangenheits-Ich steuern. Und als dieses Vergangenheits-Ich konnte man in diesem Haus den Kühlschrank öffnen und der war leer. Man konnte danach dann aber als das reale Ich in der Jetztzeit in diesem Haus den Kühlschrank wieder öffnen und da waren da abgepackte Fleischbrocken drin. Das erzählt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man das weiterspinnt, ich sag mal, wie nennt man das Environmental Storytelling,
Es erzählt einfach nur durch den Umstand, dass plötzlich im Kühlschrank etwas ist, was vorher nicht drin war, eine Backstory, die in sich sehr gruselig ist. Also mit solchen psychologischen Tricks haben sie damals gearbeitet, was ich echt gut fand. Es gab aber eine versteckte Möglichkeit, trotzdem einen Kampf gegen ein Monster zu beginnen in diesem Demo, das du gerade beschreibst. Es gab da einiges, aber die Demo war ja aufgeteilt. Sie hat sich ja ergänzt. Als erstes hattest du nur die Demo, die endete, wenn du in den Keller gegangen bist und auch. Da bist du dann nur niedergeschlagen worden. Du findest sozusagen deinen Kollegen. Das ist, glaube ich, das, was ursprünglich auch dann noch drin im Spiel geblieben ist. Ja. Und du kannst ja in dem Spiel, das wurde dann später ergänzt, da gab es auch einige Änderungen. Ich glaube, das Foto der Baker-Familie hat sich dann auch verändert und die eine Tür war plötzlich so Pilz zugewuchert. Und dann konntest du sozusagen den Schlüssel zu diesem weiteren Raumbereich finden. Da hast du ja auch, glaube ich, das Badezimmer blutüberströmt gefunden. Und dann konntest du in den Keller gehen, dann kam ein Monster hoch. Und okay, du wurdest. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ist ja schon aber trotzdem, ich muss sagen, die Atmosphäre, die da drin war, auch am Anfang, wenn du, wie gesagt, bist, du nur diese Kellerluke findest unterm Kamin, im Kamin war ja der Öffnung für diesen Geheimgang. Ja. Dass diese Atmosphäre, die da drin herrschte, Wahnsinn, die hat mich echt gegruselt. Das war wirklich gut. War wirklich gut gemacht, ja. Während ja die meisten anderen Spiele Third Person waren, ist ja jetzt Village wie Resident Evil 7 Ego. Und da kann man ja ganz anders mit dem Charakter spielen. Wenn der Charakter, der Bösewicht auf dich zukommt, dich greift, das ist ja schon ziemlich ergreifend, finde ich. Das hast du aber schön gesagt. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin, also es ist jetzt ein persönliches Ding, also ich bin sowieso eher Ego-Sicht-affin als Third Person. Aus genau dem Grund. Die Immersion, es wirkt immersiver. Man ist mehr, ich sag mal, mental, gedanklich, seelisch in der Story drin, als wenn man den Charakter, den man steuert, auch sieht. Das hat dann eher Film, das Flair, das vergleichbar ist, einen Film zu schauen und nicht es wirklich zu erleben. Aber das ist so meine persönliche Einstellung dazu. Ich finde, es kommt auf die Art des Games drauf an. Also mich hat immer aufgeregt, wenn der Hauptcharakter nicht redet und die Gegenüberfiguren dann Dialoge aufbringen, die überhaupt nicht real wirken. Verstehe ich. Das hat mich immer ein bisschen zurückgezogen. Naja, es ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Also je blasser, sag ich mal, der Charakter inszeniert wird, den man spielt, desto mehr Projektionsfläche bietet er natürlich auch, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, sich selbst darin zu sehen. Je mehr er ein durchgestylter Charakter ist, umso weniger ist er ich selber. Ja. Verstehst, was ich meine, ne? Ich verstehe dich vollkommen. Wenn er keine Stimme hat und dann hat man wirklich, kann man sich wirklich einreden, okay, das bin jetzt ich und erlebe ich. Und man kann ja auch selber einfach sprechen. Ja, klar. Das ist so für sich. Aber ich muss sagen, wenn man ein bisschen schizophren ist, aber genau. Du weißt, worauf ich meine. Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, auch andere Games, wenn ich jetzt sehe Far Cry 3, was auch sehr gut synchronisiert wurde, wo die Ego-Perspektive ja auch sprach, ja. Oder auch eben halt die drei Wolfenstein-Spiele, wo der Blaskovic ja auch redet, seine Monologe bringt. Ja, gut, der ist ja noch ein durchgestylter, ganz klarer Charakter. Das ist natürlich nicht so überzogen, weil er nicht nur einen coolen One-Liner raushaut, aber es ist eine gewisse Lebendigkeit, weil die wirklich miteinander agieren. Ich meine, das ist auch wichtig, weil du hast da wirklich diesen festen Charakter, der natürlich kultigen Faktor hat. Ja, das ist richtig, ja. Ja, wie gesagt, es ist eine Entscheidung. Bei Far Cry 3, da hat die Spielfigur geredet, bei Far Cry 5 schon nicht mehr. Beides fand ich okay. Also ich sag mal, wenn der Charakter eine Stimme hat, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn er keine Stimme hat. Und wenn er eine hat, finde ich es nicht schlimm, wenn er trotzdem blass bleibt. Also sprich, einfach nachvollziehbar agiert. Sich erschreckt, wenn was Erschreckendes passiert, aber nicht zu viel. Ein bisschen hörbar, ein bisschen mulmig ist, wenn es ein bisschen gruselig wird, aber auch da nicht zu sehr. Ich finde das völlig okay. Also solange man sich mit ihm identifizieren kann. Sowas wie Wolfenstein ist natürlich eine ganz klare Entscheidung. Nee, also Blazkowicz ist eine Figur, die es inszeniert. Finde ich auch okay, weil da die Story wieder geil ist. Ja, also, ich muss sagen, so die Wolfenstein-Stories, die finde ich erstaunlich erwachsen dafür. Das stimmt. Und durchdacht dafür, dass es eigentlich ein reiner Bratz-Shooter ist. Obwohl das ist es eigentlich schon nicht mehr, aufgrund der wirklich, also wirklich sehr detaillierten und auch schön, ja, schön ist das falsche Wort, schön ist es nicht gerade, aber guten Stories. Ja, die Inszenierung ist mitreißend, du fieberst mit. Und wo du bei wenig reden warst, ich finde auch in Village, der Ethan, der ist jetzt nicht der große Redner, er hält sich ein bisschen viel zurück. Ja, es ist das, was ich meinte. Er agiert nachvollziehbar. Also man merkt, okay, da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut dahinter. Jetzt hätte ich fast was Spoilerndes gesagt. Nein, ich lasse mal so stehen. Da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut dahinter. Und
Er agiert nachvollziehbar. Also das, was ich vorhin meinte. Also er wundert sich, wenn was Seltsames passiert. Er ist ein bisschen in Sorge, hörbar in Sorge um sein Leben, wenn er gejagt wird. Das ist alles okay. Er macht ja jetzt keine Sperenzien, wo man plötzlich denkt, so, what? Das würde ich jetzt. Doch, es gibt, ich kann es jetzt nicht sagen, weil an der Stelle bist du noch nicht. Es gibt eine Stelle, da wundert man sich schon ein bisschen. Ach, ich habe mich schon am Anfang relativ früh gewundert, als ihm so ein Teil von der Hand abgebissen wurde, dass er seine Hand sehr, sehr spät erst verbunden hat. Ja, der Typ ist hardcore. Okay, ich meine, Ja. der Typ ist hardcore. Das war aber auch schon in 7 so. Also er hält eine Menge aus. Er hält eine Menge aus. Das wird noch krasser. Gut, ja, nee, Das da muss spoilert mich ich ein nicht. bisschen das einschränken, was ich gerade gesagt habe. Ja, also er ist offensichtlich aus Beton gebaut oder so. Also die körperlichen Verletzungen, die er so abkriegt, mit Stürzen von 30 Metern nach unten und er rappelt sich auf und nichts ist passiert und so weiter. Ja. Ich glaube, das haben sie für extra gemacht. Ich denke, das soll ja auch so sein. Ich meine, er verliert bei der Dimitrescu mal kurz die Hand und kann sie sich mit Wenn sie seinem wieder angeknackert hat, Wunderwasser. ja. Das war ja im 7. Teil. Hier ist es ja so, hält sich an, schüttet sein Wasser drüber und es funktioniert wieder. Ja gut, in Teil 7 wurde ja beschrieben, dass diese Wässerchen schon eine gewisse, wie soll ich sagen, magische Heilkraft haben. Ja, Also Wahnsinn, das sind ne? ja keine, das ist jetzt nicht irgendwie ein Desinfektionsmittel oder so, sondern das ist schon irgendwelches Zeug, was Wunden sofort wieder verschließen lässt. Das wird jetzt in dem Teil 8 nicht mehr neu erklärt, aber in Teil 7 wurde Nein, es erklärt. das So stimmt. kann man vielleicht sagen, okay. Was ich aber sagen wollte, es wird später, an der Stelle bist du noch nicht, eine Stelle kommen, wo ich denke, okay, da verhält er sich jetzt wirklich ein bisschen dusselig. Also ärgerlich dusselig, aber gut. Es ist so inszeniert und es macht trotzdem Spaß. Ja, aber ich glaube, solche Und Stellen ansonsten finden wir. agiert er so. Sorry, du zuerst. Du Nein, zuerst. ich wollte nur sagen, solche Stellen finden wir immer mal, auch in TV-Serien habe ich auch schon gedacht, was macht der Charakter da? Und in Games gibt es das auch. Aber manchmal passt das zum Skript wahrscheinlich. Deswegen haben die Entwickler oder so das in dem Fall jetzt bei Resident Evil wohl gelassen. Ja, ich meine, wichtig ist das Gesamtbild. Also, wenn es jetzt keine Situation ist, die so abwegig ist, dass man sagt, so, es interessiert mich das Spiel eigentlich nicht mehr, weil man hat das Gefühl, die Entwickler, die machen, was sie wollen und drehen nachher, finden dann irgendwelche nicht mehr nachvollziehbaren, verschlungenen Erzählpfade, nur damit es am Ende irgendwie funktioniert, aber man merkt, eigentlich funktioniert es nicht. Dann kann es echt passieren, dass ich sage, oh, jetzt interessiert mich die Story eigentlich nicht mehr, weil sie so willkürlich wirkt. Aber das ist nicht der Fall. Also solange man immer noch denkt, ja, okay, ich verstehe es. Ich verstehe, was hier passiert. Ich kann es nachvollziehen. Wenn ich sowas real erleben würde, dann würde ich wohl auch so agieren. Solange es noch so geschrieben ist, solange die Story, die man erlebt, noch so geschrieben ist, kann ich mich da reinfinden und meinen Spaß damit haben. Das ist auch das Wichtige. Aber wenn man, also die Geschichte, ich muss sagen, überhaupt Resident Evil, egal welcher Teil, es gibt ja immer da mehrere Plotlines. Es gibt den Hauptplot, was man mit dem Charakter erlebt, dann gibt es so Nebengeschichten, Hintergründe. Man muss wirklich wie ein Film, manchen guten Film dreimal das spielen, um alles auch zu erfassen. Das finde ich auch echt toll bei den Games von Resident Evil. Es ist bei diesem jetzt auch nicht anders. Ich habe schon so viele Sachen gesehen und ich bestimmt noch so viele Sachen übersehen. Auch allein durch die Grafik, was sie da einem präsentieren, das ist ja Wahnsinn. Du kannst gar nicht alles da sehen. Ja, und es sind eine Menge Easter Eggs da drin. Ja. Ja, also ich meine, ich fand auch, da wo ich jetzt ja gerade bin, ich gehe zu dem Haus von der Donna und da der Wasserfall dahinter, das ist ja echt wunderschön gemacht. Also das muss man ja echt sagen. Würde man in Osteuropa so gar nicht erwarten, ne? Nee, also, aber es ist ja auch so ein bisschen, man merkt diese Anspielung von Dracula, ne? Also so dieses Karpaten, die Ja, Schlösser, so natürlich. dieses ganze Feeling, aber auch ein bisschen gemischt, finde ich, wenn man jetzt das Schloss von der Dimitrescu anguckt, das war auch so ein bisschen französisch angehaucht, fand ich. Diese Eleganz, dieses Edle in manchen Räumen. Ich glaube, es gibt auch ein reales Schloss, das patisch dann für das Schloss, das sie designt haben für das Spiel. Also Also ich habe mal, ja? ich weiß nur, dass die Japaner ja unter anderem Schloss Neuschwanstein ja lieben, deswegen gibt es das auch mehrfach abgebildet in der Resident Evil Serie. Ja, siehst du. Nein, es sind eine Menge, wie sagt man, eine Menge Anspielungen auf andere Filme und Produkte des Horrorgenres darin angesiedelt, ja. Ich finde, das ist spannend, auch das dann später, also ich persönlich finde sowas spannend, sowas dann zu erfassen oder festzustellen und Überraschung auch nach Jahren dann überhaupt zu finden. Ach, das war so. Okay. Es geht mir selbst so, wie ich habe aktuell einen James Bond Film geguckt und dann, ach, da spielte der Charakter oder die Schauspielerin noch mal mit. Ich habe jetzt gerade Angesicht des Todes von James Bond und die Hauptdarstellerin von Octopussy davor ist im Hintergrund ganz kurz, läuft sie vorbei in einer Szene, weil sie an dem Tag gerade ein Treffen mit Roger Moore hatte, mit dem sie privat befreundet ist und kurz, ja, nicht rumstehen wollte, wenn sie auf ihn wartete beim Drehen. Ah, okay.
Das erfährt man so nach 10 Jahren, wo man so. Sowas finde ich immer spannend und sowas finde ich auch bei Resident Evil. Da entdeckt man immer noch mal Sachen, was so Entwickler eingebaut haben oder so kleine Easter Eggs in der Art. Genau. Ja, das macht das Spannende ja auch aus. Und Word. Jetzt merke ich gerade, ich habe erzählt, was mich erschreckt hat bei Resident Evil, wie bei der Demo. Was hat dich denn mal so bei Resident Evil wirklich erschreckt? Jetzt im neuesten Teil meinst du, Village? Nicht nur da, sondern überhaupt allgemein, vielleicht auch in der Vergangenheit. Es gibt ja viele, die sagen, als die Hunde kamen in dem Gang damals im Herrenhaus, das hat mich sowas von erschreckt, das war meine gruseligste Stelle oder so. Ja, ich spiele ja schon mein ganzes Leben lang, bin ich ja Gamer. Und aus irgendwelchen Gründen hat mich das Gruselgenre auch immer am meisten interessiert. Ich will darauf hinaus, ich habe in meinem Leben jetzt schon so viele Horrorgames gespielt. Ich bin da, glaube ich, inzwischen ziemlich hart gesotten. Ich glaube so, dass das erste Mal, wo ich mich in einem Horrorgame wirklich mal erschreckt habe, so Jumpscare-mäßig, das war, glaube ich, bei Fear 1, wenn dir das noch was sagt. Ja, ja. Eigentlich eine ganz banale Situation. Und inzwischen kennt man auch die meisten Jumpscares, die in Games gerne verwendet werden. Ich rede jetzt ganz allgemein über das Horrorgenre in Games. Also es gibt ja so gewisse Jumpscare-Situationen, die bieten sich an und die werden genutzt. Immer wieder. Das heißt, irgendwann hat man sie oft gesehen. Also das erste Mal, wo ich mich erinnere, dass ich mich wirklich erschrocken habe, das ist ungefähr 200 Jahre her. Fear 1 an der Stelle, in der man diese Leiter runterklettert. Und es ist ja so, dass die Spielfigur, das war ja Ego-Perspektive, sich automatisch umdreht, während sie sich an der Leiter festklammert. Und dann plötzlich, wie hieß das Mädchen noch bei Fear? Oh, jetzt mich Alice, auch. Elisa, ich weiß es nicht mehr. Es gibt so viele Mädchen, die man dann hat. Ja, auf jeden Fall stand die plötzlich vor. Ein. Das ist eigentlich ein ganz völlig banaler Jumpscare, aber damals noch neu. Ja. Also ich glaube, wirklich erschrecken tue ich mich bei Games nur noch selten. Also bei Jumpscares. Aber ich grusel, also ich sag mal, ich mag es aber trotzdem noch, wenn ein Spiel einfach unheimlich wird. Also wenn die Atmosphäre einfach verspricht, hier ist irgendetwas, du siehst es noch nicht, aber es ist da. Und du wirst damit zu tun bekommen. Und du weißt auch noch gar nicht, was dieses Etwas ist, aber du wirst damit zu tun bekommen und es wird nicht schön. So, wenn ein Spiel das erzählt und das funktioniert, dann sage ich immer, ja, liebe Macher, gut gemacht. Ich habe meine Freude dran und ich danke euch. Und du bist gerade in dem Level, der prädestiniert ist für genau dieses Thema. Nein, also es ist ganz eindeutig, das ist das gruselige Level, in dem du gerade bist, wenn du gerade bei der Puppenmacherin bist. Und ich weiß nicht, wie weit du schon im Level bist. Ich bin gerade... Wenn du am Anfang bist, dann wirst du im Laufe der nächsten zwei Spielstunden wahrscheinlich herausfinden, was ich meine. Ja, ich glaube, das werde ich heute Abend noch rausfinden, weil ich doch mit meinem Bruder heute Abend wohl weiterspiele noch, anstatt einen Film zu gucken. Ich muss sagen, auch die Realismus bei den Sachen macht ja auch Spaß. Wenn man jetzt Until Dawn war ja auch so ein gutes Beispiel. Die Atmosphäre stimmt, eine tolle Geschichte. Ja. Das musst du auch mehrfach spielen, um überhaupt jede Storyline zu erfassen und vielleicht auch jedes Ende oder die ganzen verschiedenen Enden. Ja. Und überhaupt die Macher mit ihren, Medan oder die haben ja auch so... Medan. Genau, das ist ja die Serie, die sie jetzt neu gemacht haben, die auch sehr gruselig und sehr toll gemacht ist. Also Wahnsinn. Moment, Sekunde, mit Serie meinst du jetzt diese Games-Serie? Die haben ja eine Reihe gemacht mit mehreren kürzeren Spielen. Ich glaube, das war Man of Medan, ist, glaube ich, der Obertitel. Aber Man of Medan ist der zweite Teil. Ach, der zweite Teil. Ja. Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf. Aber ich habe auch die noch nicht gespielt. Die liegen hier auch alle noch auf Halde. Okay. Aber ich muss sagen, die sind ja auch die Atmosphäre. Die Schauspieler sind ja auch richtig klasse teilweise. Wenn man bedenkt, jetzt bei Until Dawn, da spielt Rami Malek mit, der einen Oscar für Bohemian Rhapsody als Freddie Mercury bekommen hat. Was man gar nicht wahrhaben möchte, dass so ein Oscar-Preisträger da mitspielte. Du, inzwischen haben Games einfach eine gewisse Stellung. Ja. Das ist ein Stellenwert, den sie vor vielen Jahren noch nicht hatten. Wenn ich mir so anschaue, dass ich habe gehört, ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr so auch stimmt, wenn der neueste GTA-Teil 100 Millionen gekostet hat, dann ist es kein Wunder mehr, dass sie dann eben auch auf Hollywood-Stars setzen. Also, dass einfach Register gezogen werden, die auch was kosten, weil es sich auch lohnt. Also, ich habe gehört, auch da, ich habe es nicht verifiziert, aber 100 Millionen gekostet, 500 Millionen eingespielt. Habe ich gehört. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich halte es für durchaus realistisch. Die Reihe hat so, das sind einfach Dimensionen, die... Ja, entschuldige. Ja, ich wollte nur sagen, die Reihe hat es immer eingespielt. Was die da alles bieten auch, es ist auch sehr vielseitig. Das ist Wahnsinn. Es ist großartig. Also einfach von, was da drin steckt. Was da an Manpower eingesetzt wird, um sowas zu erschaffen. Also ein
so ein Werk wie GTA jetzt, also wo eine komplette lebendige Stadt simuliert wird, glaubhaft. Das finde ich einfach ich find's faszinierend. Ich finde, auch die Spiele machen uns ja den Realismus manchmal ein bisschen täuschen. Nämlich jetzt Resident Evil, auch Teil 2 und 3. Klar, wie auch jetzt Village, die Figuren, oder die sind ja auch Motion Capture. Das heißt, Schauspieler spielen diese Szenen und das wird benutzt. Aber dass deren Gesichter ja nicht 1:1 sind, das sind ja einerseits schon Face Models. Schauspieler, Sprecher und Motion Capture Schauspieler müssen nicht übereinstimmen. Das ist ja auch Wahnsinn geworden. Das wirkt so realistisch. Ja, sicher. Und die Möglichkeit hast du eben, wenn alles virtuell digital zusammengebaut wird. Ja. Da kannst du dir theoretisch überall mal das Beste holen, das dann am Ende zu einer Figur zusammensetzen, ja. Ja, und so wird natürlich dann auch eine Figur oder ein Schauspieler, nehmen wir jetzt hier auch Star Wars, Rogue One, Tarkin, der Großmoff, wird dann wieder lebendig gemacht. Gut, bei Prinzessin Leia haben sich sehr viel Kritik einfangen müssen. Luke Skywalker, der in Mandalorian als junger Mensch aufgetaucht ist. Das ist schon Wahnsinn, was da auch in dieser Richtung dann natürlich passiert. Oder der Prinz aus Samunda im neuesten Teil, der plötzlich als junger Eddie Murphy in einer Szene zu sehen ist. Ja, es ist schon Wahnsinn. Ne? So, aber diese Möglichkeiten der Digitalität ermöglichen ja auch, wenn man jetzt bei Resident Evil Village, diese skurrilen Charaktere, nehmen wir diesen Duke, diesen übermächtigen Koloss, anders kann ich ihn gar nicht beschreiben, dass diese so möglich sind, oder das macht ja auch Resident Evil aus, dass du nicht nur normale Menschen triffst, sondern auch so seltsame Figuren. Ich finde das auch sehr spannend. Also das bleibt jetzt bei Village, bin ich auch mit durch an den Figuren wirklich auch hängen geblieben. Okay. Ja, finde ich, weil die sind interessant, ist auch sehr überrascht, weil durch die Trailer hat man ja hauptsächlich nur die Dimitrescu, die Lady, kennengelernt und die Töchter. Ja. So, der Heisenberg, der Graf, den du ja sprichst, der war ja nur kurz als Bild zu sehen. Da hat man noch einen Dialog gesehen, man wusste nicht, wer der ist. Der wurde, glaube ich, als erstes als Händler gehandelt. Interessanterweise. Als Händler gehandelt, du meinst von Fans? Von den Fans natürlich, weil die kannten ja natürlich den Trailer und haben ihn dann versucht auseinanderzunehmen, wie sie so sind. Ich finde, das lenkte ganz gut ab, weil das Schloss ist ja nur ein Teil des Games. Es ist ich sag mal, grob ein Viertel des Ganzen. Das Schloss ist schon sehr umfangreich. Ja, ich glaube sogar ein bisschen weniger. Aber ja, okay, kann man so stehen. Aber es war schon recht riesig. Also ich muss sagen, man wird da viel rumgeirrt rum. Es ist auch spannende Szenen. Also wenn ich verfolgt wurde von der Lady, das war schon toll gemacht. Und auch die Sprecher, die da sprechen, also die Frauen sprechen, waren großartig. Die Atmosphäre habe ich mitgefühlt. Ja. Ich meine, ich habe jetzt leider noch, weiß ich nicht, wie die alle heißen. Die haben großartige Arbeit geleistet auch. Also, ich glaube, die Sprecher sind im Netz schon veröffentlicht, alle. Dann muss ich nochmal nachgucken. Ja, aber schau nochmal nach. Also ich habe jetzt auch nicht alle im Kopf, aber ich meine, ich habe da, also ein paar Kollegen habe ich natürlich wieder erkannt, die ich persönlich kenne. Nein, aber ich glaube, es ist bereits öffentlich einsehbar. Das habe ich nach dem Chris-Sprecher geguckt, weil ich wollte wissen, ist das der gleiche aus Teil 7 und auch aus Resident Evil 6, der Chris spricht. Warte mal. Also weil die Sprecher ja auch wirklich tolle Arbeit leisten und du hast es gut erklärt, dass man mal verstehen kann, wie so ein Ablauf ist, weil es wird ja leider auch, weil viele es nicht wissen. Resident Evil Village ist online. Nochmal, Michael Che Koch meintest du als Chris. Che Koch, genau. Ja. Genau, der hat ja schon davor auch Chris gesprochen, was ich auch sehr gut finde, dass es eine Kontinuität dabei herrscht. Es gibt natürlich Wechsel bei Leon. Jetzt in Resident Evil 2 war das natürlich auch ein neuer Sprecher, weil es ein junger Leon ist. Während ja zum Beispiel Sascha Rotermund, der ihn ja in Teil 6 gesprochen hat, einen älteren Charakter. Er spricht ihn jetzt auch in der Resident Evil Infinite Darkness Serie. Okay. Hat ihn auch gesprochen in Resident Evil Damnation, hat er ihn auch gesprochen gehabt. Ah, okay. Dem Film. In Vendetta hat er ihn nicht gesprochen, das war wieder Oliver Mink, genauso wie im ersten Film Degeneration. Da war es sozusagen die Synchronstimme von Mark Wahlberg. Ah, okay. Aber Sascha Rotermund ist großartig, wenn ich bedenke, bei Evil Within, das hat er mich auch völlig begeistert, weil er richtig intensiv die Sache. Großartiger Sprecher, ja. Muss ich dir beipflichten. Ich habe mit Sascha Rotermund gearbeitet und also er ist wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Ja, es ist ja. Man also regiemäßig nicht viel machen muss, sag ich mal. Es ist ja auch die Erfahrung, dass es immer Herausforderungen gibt. Ich finde, das ist ja auch das, was diese Branche auch spannend macht. Aber bei Resident Evil muss ich sagen, es ist ja wirklich wieder so, Herrenhäuser, Schlösser, alte Fabriken, all das, dieses mit Gruselfaktor wird schön eingeflochten. Und man bleibt auch immer wieder beim Herrenhaus. Also diese Anspielung an das klassische Herrenhaus, das wird ja immer gerne eingebaut. Also mich hat ja auch bei Resident Evil 1 das fasziniert, dieses Herrenhaus, diese umfangreichen Gänge, diese Verschachtelung. Und als ich das erste Remake dann auf dem GameCube gespielt habe, das auch mit eins meiner Lieblingsgames immer noch ist, da war ich ja völlig hin und weg, wie realistisch das da plötzlich aussah. Ich weiß, ich spiele das auch zurzeit hin und wieder mal. Ja. Also bei mir wird es einmal im Jahr gespielt. Also das war. Ach so, durch.
Durch auch. Meistens mit Jill, weil mit Chris ist mir dann doch ein bisschen zu schwer manchmal. Aber ich mag die Geschichte des Ganzen und die Atmosphäre einfach. Und warum nicht Lieblingsspiele mehrfach spielen? Das ist ja so. Nee, völlig richtig. Ja. Ist es mit Chris schwerer? Ein Also ich hab das Remake noch nie, ja, das Remaster noch nie komplett durchgespielt. Ich muss sagen, ich finde mit Chris nur einen Tick, weil du hast ja 2 Slots weniger. Ah, stimmt, ja. Und da musst du dich dran gewöhnen. Das heißt, du läufst so ein bisschen anders und ich bin dann öfter zur Truhe hin gelaufen. Und das ist eigentlich mehr, es ist ein bisschen umständlich. Im Endeffekt sind die Gegner vielleicht eine Kugel mehr, die Zombies. Und okay. wenn man geschickt ist, dann kommen die Crimson Head Zombies auch nicht so oft. Dann hast du, die meisten hast du ja besiegt, wenn du dann mit denen verbrennst. Ja, okay. Ja, aber man konnte ja immer nur 2 Ladungen Petroleum mit sich mitnehmen. Irgendwie so war das doch. Ich bin immer hin und her gelaufen, habe die dann abgefackelt, damit ich da die nicht später hatte und freie Gänge hatte. Aber manchmal muss man auch ein bisschen fleißig sein. Ja, deswegen, wenn ich jetzt nicht nach dem Spiel versuchte, da durchzuspielen, dass ich da sozusagen den unendlich Raketenwerfer habe, wo man ja dann auch Rätsel auslässt, die nicht zur Story mehr gehören oder die man auslassen kann, nur um das zu erreichen, damit man die Zeit erreicht. Ja. Das ist ja was anderes dann. Das ist ein spezieller Walkthrough, finde ich dann. Okay. Denn ich möchte die Geschichte erleben und dann bin ich 5-mal am Rumlaufen. Das macht mir dann auch nichts aus. Ne? Das ist das Lustige dann dabei. Weiß, was du meinst. Und wenn man jetzt so sieht, also ich glaube auch Resident Evil 2, das Remake, ich habe das, glaube ich, 5-6 Mal schon gespielt. Also, weil ich das so toll finde irgendwo. Dieses. Okay. Aber es ist natürlich auch hammermäßig gemacht, wenn du dieser Nemesis, nee, nicht Nemesis, der Mr. X dich verfolgt. Du hörst ihn und klar, irgendwann weißt du, in welchen Räumen du sicher bist. Aber dieses Gestampfe und dann ist er nun vor der Tür, ist er nicht vor der Tür, das haben sie toll gemacht. Jetzt bei Village ist es ja mit der Lady, die dich vom Schloss aus, ich kann ja nur so weit reden, die dich dann ja auch ab einem gewissen Punkt verfolgt. Du auch zum Speicherpunkt noch nicht mal kommst. Also ich fand es ganz geschickt. Ich wollte zum Speicherpunkt eigentlich nur zurücklaufen, als ich dann auf den Dächern war. Ja. Und die kommt dann so entgegen, dass du gar nicht dahin laufen kannst. Die blockiert dir die Wege sozusagen erstmal. Ja, dann, aber man kann aber, glaube ich, relativ problemlos zu dem Speicherpunkt, wo der Duke auf dich wartet, oder? Ja, genau, da kann man relativ schnell hin. Aber wenn du noch auf dem Dach nicht alles erledigt hast, du kannst mal mit dem Fahrstuhl runterfahren, taucht sie gleich durch die Tür auf. Das heißt, klar, wenn du dich vorbei windest, vielleicht eine Verletzung einsteckst oder so, könntest du es schaffen. Aber regulär ist es nicht so gedacht. Du sollst zurückgedrängt bleiben. Ah, okay. Es gab 1-2 Stellen, wo man dann versuchte und das war dann nicht so. Aber ich glaube, ich bin da gleich in den Fahrstuhl. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also das, was du beschreibst, das Problem hatte ich nicht. Ich weiß noch, dass sie unten dann eine Zeit lang durch ihre heiligen Hallen suchend genau gewandelt ist. Und man aber relativ problemlos beim Duke dann kurz Zuflucht finden konnte. Ja. Und ja, ich glaube, ich habe es einfach in Kauf genommen, dass ich ein paar Gegenstände im Schloss zurückgelassen habe. Also das, wo du vorhin meintest, hier Gruselfaktor oder Grusel versus Action. Ich glaube, der springende Punkt ist einfach, wie viel Munition gibt dir das Spiel? Also das macht es aus. Ja. Das Doom 3 zum Beispiel mit eins der irgendwo damals, als es erschien, interessantesten Spiele der damaligen Zeit, dass das eigentlich eher ein Action-Shooter geworden ist als ein Horrorspiel. Es liegt nur daran, weil man, also wenn sie die Munition, die man findet, einfach die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, mehr beschnitten hätten, dann hätte es sich anders angefühlt. Nur durch diesen einen Umstand. Ja. Und so ähnlich ist es auch hier. Also ich glaube, dass sich es, abgesehen von dem Level bei der Puppenmacherin, es sich eher wie ein Action-Abenteuer angefühlt hat und mehr als wie ein Gruselabenteuer, liegt daran, dass man eigentlich immer genug Munition hatte. Also dass man immer wehrhaft war. Also man, es wird ja heutzutage geschickt geleitet, dass man auch diese Erfolge hat. Also ich weiß zum Beispiel, das war auch in der Vergangenheit, also Capcom hat das schon relativ früh programmiert, wenn du nicht gut genug warst, auch bei Onimusha und so weiter, dann lassen die Gegner spezielle Heil-Items fallen oder mehr Munition. Ja, ich weiß, dadurch können sie es ja steuern. Das, was du brauchst, gibt dir das oder, Spiel, damit du weitermachen kannst. Ja, oder nehmen halt doch nochmal 2-3 Treffer weniger in Kauf und sterben. Das hat Capcom schon sehr, sehr früh entwickelt. Das fand ich sehr toll auf eine Art, dieses Interaktive. Ist einem nie aufgefallen. Ich habe es auch erst Jahre später erfahren, weil man macht sich ja nie Gedanken darüber. Und auf die Weise können sie ja steuern, ob du immer mit Ressourcenknappheit zu kämpfen hast oder nicht. Mhm. Auf die Weise ist es ja steuerbar. Also das immer dann, wenn du noch, was weiß ich, einen kleinen Heiltrank übrig hast und deine Lebensenergie, die geht langsam
so gen Minuswert, dass du dir Ja. dann mal in irgendeiner Schublade oder bei irgendeinem Job dann nochmal so ein kleines Erste-Hilfe-Paket spendieren. Oder es lassen, wenn du einfach genug hast. Oder beim Duke kann man dann ganz, ganz günstig plötzlich ein Heilspray nach dem Motto kaufen oder eine Heilflüssigkeit in dem Fall. Das wird ja dann auch geschickt so gemacht. War ja auch bei den Händlern dann auch bei Resident Evil 4 der Fall, wenn man schwach an dem Ganzen war. Also das ist schon geschickt gemacht, finde ich. So weiter. Aber ich muss dazu sagen, ich und mein Bruder, wenn wir zusammen spielen, gerade bei Resident Evil Village, wir sind ja gleich einmal forschen. Wir müssen ja alles einsammeln, jeden Gegenstand. Wir versuchen, jeden Lockpick zu finden. Und haben auch gleichzeitig haben wir angefangen, so zwei, drei Achievements gleich zu erreichen, wie zum Beispiel alle Fenster im Schloss zerstören. Ja, man ist dann schon vom eigenen Ehrgeiz gepackt. Ich weiß, was du Ja, meinst. ich habe Mache ich tatsächlich. inzwischen nicht mehr so. Also ich versuche ein Spiel wirklich so zu spielen. Also wenn ich Zeit habe, mal mich richtig hinzusetzen, ein bisschen zu gamen, oder ich game auch viel mit meiner Freundin zusammen, dass wir dann ein Spiel so spielen, so zu agieren, wie man es auch wirklich tun würde. Das heißt, wenn man jetzt selber wirklich in so einer Situation wäre, dass man sich plötzlich in einem rumänischen Zombie- und Werwolf-verseuchten Dorf wiederfindet, dann würde man nicht sagen, oh, ich gehe nochmal zurück und guck nach, ob in der Schublade nicht doch noch vielleicht irgendwie eine Kugel drin liegt. Na, dann würde man sagen, so, wir gehen jetzt weiter, wir wollen dahin, und würde nur dann Zeug suchen, wenn man es wirklich braucht. Und plötzlich, Stichwort Immersion. Also ich sag mal, Ja. Immersion ist mir in Games einfach wichtig. Und dazu gehört eben auch, dass man sich so drauf einlässt, dass man sagt, so, dieses Spiel gibt mir die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was ich mache. Also mache ich das, was ich auch machen würde. Früher habe ich auch so gespielt, aber inzwischen versuche ich mich da frei zu halten von diesem Gedanken. Ich will aber auch jedes Achievement und alles entdeckt haben und wirklich also das Spiel zu 100% gelöst haben, sondern ich will die Geschichte erleben. Und wenn ich links und rechts ein paar Sachen übersehe oder nicht mitkriege, ist nicht schlimm, weil die Spiele sind ja heutzutage so programmiert, das, wo die Entwickler wirklich Arbeit reinstecken. Also wo sie meinen, das wäre jetzt schade, wenn der Spieler das nicht sieht, was wir hier für ihn gemacht haben. Das ist fast unmöglich, das zu übersehen. Also das Spiel leitet dich schon wirklich an die Punkte oder macht es unmöglich, die Punkte zu übersehen, in die wirklich Herzblut reingesteckt wurde und die man auch sehen soll. Aber dass man so ein paar Verstecke übersieht, okay, man übersieht dann halt ein paar Verstecke. Das nehme ich inzwischen in Kauf. Einfach Ja. zugunsten des immersiven Erlebnisses, des immersiven Spielerlebnisses. Ja, kann ich Verstehst du, nachvollziehen. meine? Ja, auf jeden Fall. Ich spiele viel mit meinem Bruder, entweder spielt er und ich gucke zu. Nur mein Bruder ist vom Typ Entdecker. Okay. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ihn wurmt es, wenn da noch irgendwas rot ist, da ist noch irgendwas im Raum, was er nicht gefunden hat. Sei es ein Schatz an der Decke oder so. Weil in dem Fall jetzt zum Beispiel Resident Evil. Weil das ist einfach so sein Ehrgeizgefühl. Das ist aber interessant auch teilweise. Deswegen ist es manchmal auch anstrengend, wenn ich manche Spiele bei ihm zugucke, gerade Rollenspiele, obwohl Final Fantasy VII ging. Das war so gut erzählt, dass dir da nie langweilig wurde. Das ist auch eine tolle Inszenierung gewesen. Ja. Aber eben halt, bei manchen Rollenspielen war das schon manchmal schwer zuzugucken. Aber so jetzt, das ist so die Sache. Nein, wir sind auch keine Platin-Trophäensammler. Wenn es sich ergibt, ist es halt so. Aber so manchmal so Kleinigkeiten, so, ach, da gibt es jetzt Ziegen zu entdecken in Resident Evil Village. Und okay, kein Problem. Oder ach, ich muss, wenn ich das erste Mal blocke gegen einen Gegner, kriege ich ein Achievement. Das muss ich ausprobieren beim ersten nächsten Gegner. Weil, Okay. wir sind aber nicht so, dass wir gleich die Achievements lesen, weil die spoilern ja auch leider manchmal ein bisschen. Nicht immer so, dass da steht, Secret nicht genannt und wird erst aufgedeckt, wenn man es gespielt hat, sondern oftmals gibt es ja auch leider schon Text Ach dazu. so, du meinst, ich verstehe, du meinst die Achievements vorher durchzulesen, die man potenziell bekommen Ja, könnte. Das meinst du? aber manchmal. Ja, okay, das spoilert ein bisschen So, manchmal, das ist und okay. jetzt bei den Scheiben war es so, dass es zufällig, er guckte, oh, welche Trophäe habe ich? Und dann hast du ja manchmal so zwei, drei, die du mitsehen kannst. Und da waren Ja. halt dann noch nicht geschafft, alle Fenster im Schloss oder Zerbrecherkönig oder irgendwas hieß das doch da. So typisch. Oder Krachmacher oder irgendwas. Ne? Oder lass die Kälte rein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Und dann hat er, ich muss Ja. die Fenster, bin jetzt im Schloss, ich muss die Fenster finden und kaputt machen. Das Ja. war schon. Ist schon lustig so auf eine Art. Das Kann man macht sich ja mal Spaß. vornehmen, alle Fensterscheiben kaputt machen. Im Real Life nicht unbedingt so empfehlenswert, aber Nee, das nicht. Ich glaube, auch mit einem einfachen Messer zuzuschlagen, das dafür. hält nicht jede Scheibe aus. Nicht die guten Dafür Leute. spielt man ja Spiele, dass man mal so ein bisschen was machen darf, wo man im Real Life ein wenig zögern würde vorher. Ja. Und um unseren Talk jetzt nach einer Stunde mal zum Abschluss zu bringen, unseren Talk. Was spielst du aktuell? Nur mal so. Hast du da was, du sagst, was? Ja, es passt sogar vielleicht sogar thematisch ganz gut. Es heißt Fear the Dark Unknown. Nicht schlecht. Siehst, was ich meine, ne? Inzwischen ist es ja alles sehr, wie das Wort Dark oder Death oder irgendwas drin. Fear the Dark Unknown, und bei diesem Spiel, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Titel.
Ich habe ihn nur gelesen. Ich habe auch noch nicht das Spiel gesehen. Schau da mal rein. Es ist sehr stark inspiriert von der, also eigentlich von Resident Evil, Silent Hill und Alone in the Dark. Also man merkt da die Inspirationsquellen der eben von mir genannten Titel. Es sind auch, das fand ich ganz witzig, weil ich Alone in the Dark Teil 1, also von, wann war das, von 87 oder 89 oder so, vor kurzem mal wieder gespielt habe und da waren zwei Szenen drin, die waren eigentlich komplette Anspielungen aus fast identischen Szenen in dem alten Alone in the Dark Spiel, das 30 Jahre alt ist. Aber mit einer Steuerung, die nicht mehr dich zu Weißblut treibt. Und es ist ziemlich geil. Guck sie mal an. Mache ich. So, dann danke ich dir, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit mir hier diese lockere Runde zu talken für das Ganze über Resident Evil Village. Also schaut alle mal rein. Das Spiel lohnt sich wirklich. Es macht Spaß. Und ja, bestätigen. Graf Heisenberg ist ein hammerschwingender, ja. Unsympath, nennen wir ihn. Ja, Unsympath, genau. Also Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, Sascha, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Dankeschön. Das war der Short Review Podcast. Ich freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald.